Hallo Carbonauten, Malte hier. Heute testen wir das Flugverhalten von SABs mit verschiedenen Nose Cones. Werden sie schneller, weil sie weniger Reibung haben? Werden sie langsamer, weil sie mehr Gewicht haben? Wir werden sehen. Los geht's. Man sieht schon direkt, der eine mit der schiefen Nose Cone ist direkt umgefallen. Und zuerst der ohne Nosecone am schnellsten. Dann wurden die anderen schneller und sind dann aber seitlich umgefallen. Das heißt, zukünftig für die Booster baut am besten Nosecones dran, aber schaltet dann das SAS an, sonst funktionieren sie nicht.